Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren WePlaycast. Und heute haben wir diesmal Fubuki mit Mordor am Start gegen Elendil mit Gondor. Und das war für mich ein gewünschtes Matchup, denn ich habe persönlich ein bisschen Probleme damit, mit Mordor gegen, mit Gondor, Entschuldigung, mit Gondor gegen Mordor zu spielen. Weil, naja, man hat halt, Mordor kommt mit Trollen, viel Orkschwamm und sowas. Und man will aber auch Reiter haben und Waldläufer und irgendwie alles mit Gondor auch. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie Elendil das hier handhaben wird gegen ein sehr, sehr starkes Mordor. Ne? Fubuki ist bekannt dafür, dass er ein sehr, sehr gutes Mordor spielt. Und da sehen wir auch gleich mal, setzt seinen Stüffler ein, geht damit hier oben die freien Siedlungen hier einnehmen und mit seinem Ork-Mob, den kleinen Ork-Mob noch, dann geht er hier runter. Mal gucken, wie groß er noch wird hier im Spiel. Ja, und ich glaube, Elendil startet auch ganz normal mit der Kaserne. Wie gesagt, ich werde mich ein bisschen mehr auf Elendil wahrscheinlich konzentrieren, auf Gondor, weil ich gerne wissen würde, wie so, ja, das prinzipiell abläuft mit Gondor, was so die Idee dahinter ist, wie man es baut. Nimmt jetzt hier oben erstmal die Sachen hier ein. Morgai, die Karte, ist an sich eine sehr gute Mordor-Karte, aber auch Gondor fühlt sich hier relativ wohl normalerweise, weil sie mit Reitern, gerade Reiter-Harris, viel machen können und dann hat man eine interessante Dynamik mit den Trollen und den Reitern. Eine Reiter schneller als Trolle, aber Trolle gewinnen halt im direkten 1-1. Und ja. Dann gucken wir mal hier, der Troll hier immer wieder so ein Ding, gerade hier unten, sehr, sehr beliebt anzugehen. Fubuki hier bisher ein bisschen mehr auf dem Vormarsch. Elendil kümmert sich dafür jetzt um die andere Seite, Harris hier. Und das ist natürlich so ein Punkt, hey, okay, dann weiß Fubuki, okay, dann kann ich hier den Troll hier auf höchstwahrscheinlich machen. Oh, das war knapp gezogen, aber funktioniert tatsächlich. Dass der Troll Agor auf Gorbok gezogen hat. Und ja, jetzt können hier die Orks hier ein bisschen hinterherlaufen. Und den Troll langsam und sicher niederbringen. Man muss sagen, mit Mordor dauert es immer ein bisschen länger prinzipiell. Mordorks machen halt nicht so viel Schaden und kriegen halt auch guten Damage. Aber mit den Ork-Aufsehern geht das schon ganz gut klar. Und ja, Elendil, ich weiß nicht, eventuell sich der Sache das bewusst, dass das so Stand der Dinge ist. Und gibt hier erstmal die untere Seite auf. Sollte ihm auch relativ klar sein, weil Fubuki ja oben überhaupt nichts hatte. Und dementsprechend mit der Armee hier unten ist und dann den Troll jetzt auch gekippt hat. Mal gucken, bei Fubuki, ich wollte gerade gucken, ja. Trollkäfig kommt jetzt raus, ja. Vorher noch einen Tributposten gebaut gehabt. Bei Elendil kommt eine Abreißbirne. Erstmal mal gucken, baut er noch was anderes, weil er hätte das Geld für eine Stallung. Jetzt, maybe, verklickt er sich und er geht jetzt auf eine Stallung, alles klar. Gut, dann kommen wir auch gleich die Reiter. Wie gesagt, die ersten Piken sind schon draußen bei Elendil hier und hier. Er weiß natürlich, was kommen wird, ne, mit den Trollen. Das ist jetzt keine Überraschung. Allerdings nicht auf Trolle zu gehen auf der Karte, wäre natürlich auch sehr wild. Auch Fubuki ist schon vorbereitet mit den ersten Piken-Bataillonen für die ersten Reiter. Ja, also und da kommt auch direkt das nächste. Und der erste Troll ist auch im Bau. Ja, Reiter auch jetzt. Also sie kommen fast gleich schnell raus, ich sag mal so. Fubuki hatte natürlich dadurch, dass er den Troll schneller erlegt hatte, hier natürlich das Geld mehr. Hat er den Troll abgebrochen? Der hat den Troll abgebrochen, oder? Im Bau, oder ist er gerade rausgekommen und ich hab's. Nee, so schnell soll er nicht rausgekommen sein. Ja, auf jeden Fall, da hat Fubuki. Ist ein bisschen Ding schneller dadurch, dass er den Troll da unten erlegen konnte. Bisschen mehr Geld gehabt, allerdings, wenn er den Troll abgebrochen hat. Ach, er hat den abgebrochen, wahrscheinlich wegen CP-Limit. Um dann die CP Forwards kann man hier zu erforschen. Ja, ja, das Ding ist super schwer. Das ist absolut richtig. Ich bin am überlegen, mach ich den Sprecher hier nochmal ein bisschen leiser. Elendil hier auch mit dem Wiederaufbau, was ich interessant finde, dass er das benutzt, sage ich mal. Ja, er bindet damit die Orks ein bisschen länger da dran, aber ich weiß nicht, ob dieser Spellpunkt wirklich springt. Aber ich will ja jetzt unseren Meister jetzt hier nicht falsche Unterstellungen anbieten. Allerdings brauchen die Orks dann ein bisschen länger und man kann dafür woanders ein bisschen was machen, ne? Und ja, das ist natürlich hier mal so ein Träumchen, so ein einzelnes Ork-Bataillon zu erwischen. Das da immer mal mit abzuholen. Gerade Bogenschützen, sehr, sehr mies. Und ja, dementsprechend hat jetzt Elendil doch zuerst die Reiter draußen, bevor der erste Troll da ist. Was ihm natürlich jetzt einen kleinen Vorsprung gibt. In der Hinsicht, der Troll kommt jetzt auch raus. Und jetzt werden wir mal uns angucken, wie sich das so ausspielen lässt. Jetzt, wie gesagt, relativ micro-intensive, sowas immer, ne? Ja, mit den Reitern immer wieder versuchen, so einzelne Orks an den Rändern quasi rauszuholen. Nur nicht ganz reinlaufen, weil sonst
passieren böse Dinge. Aus dem Weg. Mein Gott, ich stelle wieder auf Beobachter, sonst höre ich hier die ganze Zeit die Orks und sowas. Und der Troll, schön eingesetzt hier vom Fubuki hier im Engpass. Und es sind tatsächlich auch nur Schwerter, es sind keine Piken da. Und dementsprechend kann er super viel Spaß haben. Da sind bestimmt, da waren sogar Piken dabei. Never mind. Entschuldigung, nicht so gut gesehen. Allgemein habe ich ein bisschen Probleme, Gondor-Piken zu sehen. So, ich weiß noch, in alten Versionen, da waren die sehr, sehr offensichtlich, weil die oben an der Spitze, ihr Speer war wirklich sehr dick. Einfach. Also, gefühlt erkenne ich die dann eher so an der Laufanimation, die so ein bisschen anders ist, aber. So ein Getümmel ab und zu sehr schwierig für mich zu erkennen. Vor allem, wenn man so weiter raus. Wir können auch so gucken, ne? Dann haben wir eine schöne Übersicht über die Karte. Das ist natürlich auch hübsch. Prinzipiell war ich auch immer überlegen, das für das Turnier zu machen. Dass man so eine hohe Übersicht hat. Allerdings ist es dann die Wahrscheinlichkeit, dass es hängt und leckt und alles, wahrscheinlicher, weil halt einfach mehr angezeigt werden muss. Und ja, das ist natürlich, das mit den Reitern will man eigentlich nicht, dass das passiert, aber die kommen anscheinend noch gut raus. Da habe ich schon Erfahrung mitgemacht, dass die aus so einem Club nicht mehr so gut rauskommen. Jetzt gucken wir mal, was hat Lendl hier noch so gebaut. Genau, jetzt kommen langsam die Waldläufer tatsächlich. Und ich bin trotzdem fasziniert davon, woher nimmt er das Geld? Ich meine, ja, er hat viel von der Karte. Aber Fubuki ist, wie gesagt, jetzt mittlerweile mit den Trollen ja auch aktiv und Harris ein bisschen. Hat sich hier oben die zwei Siedlungen wiedergeholt. Allgemein, Fubuki ist ja die Taktik gegangen, dass er sich nur auf einer Seite erstmal konzentriert. Was mit Mordor auch nicht blöd ist. Weil mit Mordor aufteilen, ja, ist ein bisschen schwierig. Das will man eigentlich mit Mordor nicht so wirklich. Man will seinen Ork-Schwamm haben und sowas, ne? Und einzelne Ork-Verbände sind dann halt einfach nicht so stark. So, die ersten Waldläufer sind da. Die sind natürlich ein super Konter zu den Trollen im Verbund mit Piken. Und, mal gucken. Wie geht's weiter bei Fubuki? Der Trollkäfig wurde tatsächlich abgerissen. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Er macht das immer. Er baut vier Trolle, um quasi den Saurons, nicht Einfluss, die Sauron-Bedingung zu erfüllen, um Sauron-Level zu generieren. Jetzt muss er ja aufpassen, dass er hier nicht in die Piken läuft. Mit den Trollen, er bleibt sogar stehen. Nice gemacht. Schön aufgepasst von Fubuki. Und ja, jetzt hat er quasi vier Trolle. Allerdings, die werden höchstwahrscheinlich nicht ewig leben. Aber wenn man da halbwegs aufpasst, werden die hier noch ein bisschen Terror machen. In der Mitte sehen wir jetzt tatsächlich den Kankrasfell. Und er hat hier einige arme Gondor-Soldaten hier erwischt. Und ja, Elendils Armee sieht hier nicht so gut aus. Da wird er einige Truppen hier verlieren. Ja, Kankra prinzipiell kann auch gegen normale Truppen ganz solide sein. Pippin kommt hier aber anscheinend weg. Er wurde hier nicht von Kankra gefokust. Ich weiß nicht, dass Kankra so viel Schaden bekommen hat. Und hier nochmal rausgeholt. Nochmal ein, zwei Angriffe rauszuholen. Ja, und wie gesagt, das tat jetzt Lendl tatsächlich, der Fight in der Mitte tat ihm tatsächlich sehr, sehr weh. Hat jetzt sein Speerfeuer, was natürlich gegen Mordor ein sehr, sehr schöner Spell ist. Reiter sind jetzt unterwegs, jetzt will er hier zum Gegenschlag ausrufen. Und hier sind nicht viele Piken, hier ist nur noch seine Pikenbataillon, wenn ich das richtig sehe. Da können die Reiter sehr, sehr viel Spaß haben tatsächlich und ja, die chargen da auch einfach hinten rein, holen sich die Orks ab. Und Fubuki muss jetzt versuchen, hier seine paar Orks hier irgendwie zu retten. Und nach Hause zu bringen, sag ich mal. Aber das wird er wahrscheinlich auch. Ja, vielleicht, wenn er die Piken mal nach hinten holen würde. Und so kann Elendil da immer sehr gut hinten rein chargen und weitere Orks abpunksen. Aber es sind halt auch nur kostenlose Orks, ne? Aber sie geben Spellpunkte, aber kosten Fubuki jetzt nicht das Leben, muss man sagen. So, Base mittlerweile komplett ausgebaut, nur Wirtschaftsgebäude hier, nur Tributkosten. Stufe 2 tatsächlich schon, also wir haben es verpasst, dass ein Waffenlager gebaut wurde und Sauron darauf seinen Einfluss gewirkt hat. Und der ist schon Stufe 3. An sich, die Trolle hier weiter hier am Harrison, ja, das ist halt so ein Ärgernis, so, es ist schwierig die zu catchen. Prinzipiell, vielleicht laufen sie jetzt in die Piken rein, das ist auch so ein Ding. Der eine kommt tatsächlich sehr gut durch, weil der andere die umgeworfen hat. Oh, macht er den Charge in die Base? Nee, tatsächlich nicht. Okay.
Ja, das. Ja, Chagrat ist ja in Ordnung. Ich glaube, ich werde einfach mal die Lautstärke von den Sprechern ein bisschen runter machen. Das ist ja. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Das ist ja furchtbar. ja, die richtige Balance mal zu finden, auch ein bisschen schwierig. Aber ja. Die Trolle, eventuell kommen sie jetzt runter hier zum Fight. Ja, werden sie. Und dann könnte hier sich das hier nochmal ein bisschen drehen. Die Waldläufer hier mittlerweile ein bisschen verstreut. Beziehungsweise, was das drehen. Das sieht sowieso gut aus für Fubuki, der Fight. Und er muss hier versuchen, seine Waldläufer hier zu retten. Aber das ist schwierig, weil die Trolle, die werden ja jetzt stehen. Ja, und da einfach reinprügeln. Da verliert er auf jeden Fall ein paar. Und die Reiter können tatsächlich keine wirkliche Hilfe liefern. Und, das tut sehr, sehr weh für Lendl. Und mein Ja-Handy ist klar, geben wir ihnen alles klar. Ne? Wenn man ein Google-Handy hat, dann geht das einfach an, falls ihr es gehört habt. So, ja, prinzipiell schöner Move von der Fubuki, hier hinten die Trolle noch reingeschickt. Da waren nicht mehr wirklich viele Piken, da konnten sie auf jeden Fall gut reinkloppen in die Waldläufer. Hat noch ein bisschen was verloren und der Mordor schwamm auf jeden Fall weiter. Was man ein bisschen merkt bei Elendil, der hat ein bisschen Probleme, gleich mal Truppen nachzuproduzieren gerade. Also, würde ich mal fast behaupten. Er braucht halt einfach ein bisschen Frontline selber, um seine Waldläufer zu beschützen, damit die arbeiten können. Jetzt rennt er hier natürlich mit Reitern hier ein bisschen rum. Er kann selber dieses Reiter-Harris jetzt einsetzen, was Fubuki vorher gemacht hat mit den Trollen. Und ja, jetzt haben wir hier eine schöne Sandwich-Position. Und die Waldläufer werden hier immer rumgeschleudert. Let's go. So, prinzipiell sieht es aber... Oh, der Nazgul, auch sehr schön. Und das ist tatsächlich der Nazgul, der andere... Ne, die laufen weg. Die waren am Zittern. Was natürlich auch sehr, sehr, sehr gut sein kann, wenn man Nazgul hinten reinbekommt. Und dadurch die Truppen in die eigene Armee laufen. Gerade Bogenschützen oder so sehr hart. Oder halt einfach von den Piken getrennt werden können. Sehr schöne Fähigkeiten, da ich hier der Troll hier einfach die Waldläufer hier killen kann. Weil ohne Schutz sind die ein bisschen hart belastet. Ja. Weiter, wie gesagt, jetzt hier auf der Seite unterwegs. Versuchen hier die Map ein bisschen wieder zu gewinnen. Elendil hat sehr, sehr viel hier verloren. Also Fubuki hat jetzt sehr, sehr viel geholt. Vorposten ist ein Ding, glaube ich, für Fubuki. Kirin Ungol sehen wir auch. Und die geliebten Kirin Ungol Bogenschützen sind eine Hassliebe. Liebe für Mordor-Spieler, Hass für alle anderen. Und was bekommen wir hier? Wir bekommen einen normalen Vorposten. Schade. Da ist ein Nazgul verstorben, was wir leider nicht mitbekommen haben. Das ist natürlich bitter und der schreit auch echt laut. Ja, aber ich wollte gerade sagen, jetzt kommen die Belagerungswerke. Fubuki ist auch in einer guten Position, sag ich mal, darum zu spielen, die Base jetzt unter Druck zu setzen von Elendil. Und Elendil wird sich jetzt versuchen, hier wieder ein bisschen Boden gut zu machen. Dafür hat er die linke Seite hier wieder relativ komplett eingenommen. Theoretisch ist das immer wieder ein Hin und Her. Fubuki könnte jetzt mit den Trollen wieder hochgehen und schon wieder die Gebäude herrissen. Und es ist so ein bisschen ein Nervspiel dann immer so, ne? Aber ja, vor allem jetzt mit den Kirin Ungol Bogenschützen wird das jetzt sehr unangenehm. Weil ich glaube, die senken den Schaden von gegnerischen Einheiten, genau. Das sind natürlich auch gegen Waldläufer prinzipiell ganz nett, wenn sie die treffen sollten. Oder halt, um einfach die Piken zu killen. Ne? Und wir sehen, Elendil hat hier mittlerweile relativ reine Pikenarmee mit ein paar Waldläufern. Aber ich würde fast behaupten, es ist einfach ein bisschen zu wenig, um gegen diesen Mordor-Klump hier gut was machen zu können. Und ja, das sieht man, dieses Ineinander-Geklumpe und Gedumpe. Da bringen einem Reiter auch nicht wirklich viel. Also da willst du einen AOE-Spell haben, wie halt Sperrfeuer oder mit einem Katapult reinprügeln. Das ist, ansonsten machst du gegen so ein Geklumpe an Klumperigkeit und Bogenschützen, die in Piken direkt stehen können, halt relativ wenig leider. Oder also ich sag mal so, es ist sehr schwierig. Man braucht halt irgendwas, um den Gegner dazu zu forcen, nicht so hart zu klumpen. Zum Beispiel so hart zu klumpen, wie es Fubuki tut. Das sollte eigentlich illegal sein. Also, und ja, das ist ein Spell, der da gut ist und oh mein Gott. Und wenn die da jetzt rein... Ich muss mal auf Fubukis CP gucken. Nein, nein, nicht weggucken. Ich will auf Fubukis CP einfach nur. Und ja, in so einen Klump da reinzuhauen, das tut natürlich dann super weh. Und jetzt können auch die Reiter hier ein bisschen Spaß haben. Und Fubuki verliert tatsächlich weniger, als ich dachte. Ich dachte, da würden mehr Orks stehen.
Und jetzt kommen die ersten Katapulte. Katapulte auch wiederum gut gegen Waldläufer. Allerdings natürlich anfällig gegen die Reiter. Die werden sie auch direkt rausholen. Und ja, die Adler an sich waren sie sehr gut. Haben tatsächlich aber ein bisschen weniger gemacht, als ich dachte. Oder ja, also. Und bringen ihr denn hier nochmal ein bisschen Zeit. Und für Fubuki verzögert sich das hier nochmal ein bisschen. Gerade die Reiter, die killen jetzt hier nochmal die Katapulte. Das ist natürlich so ein relativ Ärger. Das ist mir auch schon super oft passiert, dass Reiter einfach dann vor der Belagerungswerkstatt da bleiben und einfach warten, bis das nächste Katapult rauskommt. Und dann musst du da extra Piken abstellen und die Katapulte schießen die Tolle ab, aber es juckt hier nicht so wirklich. Ja. Also ich habe gesagt, ich wollte gerne wissen, wie man das Matchup spielt von der Gondor-Seite aus, damit ich das lernen kann. Allerdings lerne ich aktuell mehr von Mordor, wie man das Matchup anscheinend spielen kann. Hier läuft was falsch. Nee, aber prinzipiell die grundsätzliche Idee sollte hier klar sein, sag ich mal, dass man mit Waldläufern und, wie gesagt, mit Reitern hier ein bisschen agieren kann und sowas. Es ist, wie gesagt, auch eine sehr Mordor-Favored-Map, muss man glaube ich, fairerweise sagen. So ein bisschen, ich will Fubukis Leistung nicht runterspielen. Fubuki kann gegen Elendil gewinnen, ne, sowas nicht. Fubuki ist ein guter Spieler. Allerdings hatte ich extra gesagt, dass ich ein Matchup sehen will, wo Gondor gewinnt. Aber vielleicht dreht sich das ja noch. Ne? Nur sieht es jetzt mittlerweile sehr, sehr gut aus für Fubuki. Mittlerweile Full CP. Auf der Heldenseite, ich glaube, Gothmog hatte er noch nicht. Sauron mittlerweile schon für 7, aber dafür. Ja, Sperrfeuer. Hittet hier ein bisschen ein paar Orks hier hinten. Hier haben wir auch die schwarzen Schwaden von Sauron. Für 7 macht da einiges. Ne? Da werden auch Grabenholde mit reinbeschworen. Und denkt die Rüstung von Units. Und da muss sich Lendl natürlich zurückziehen. So, jetzt sehen wir hier genau das, was man öfters mal sieht. Was man öfters mal sieht. Trolle gegen Reiter. Normalerweise die Reiter verlieren gegen Trolle in der Regel. Aber naja, wir haben da einen Faramir dabei, der hier als Reiter unterwegs sind. Und wenn die Trolle natürlich weglaufen, dann können sie von hinten von Reitern umgebracht werden. Das ist mir auch schon mal ein paar schmerzhaft passiert, wenn ich Trolle spiele. Dass Leute, die viel mit Reitern gut umgehen können und da, sag ich mal, Aufmerksamkeit rein investieren, dass wenn man mit den Trollen versucht wegzulaufen, die dann direkt wieder versuchen, mit den Reitern hinten dran zu gehen. Und dann muss man mal immer wieder zuschlagen, dann wieder weiterlaufen und so. Es ist ein ärgerliches Spiel. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Waldläufer von Elendil. Und da kommt auch der Gothmog, den ich vorhin angesprochen habe von Fubuki. Oder wo auch immer der ist oder so. Wir haben ihn gerade auf jeden Fall gerade gehört. Aber ich sehe ihn nicht. Ich bin blind. Ist er hier irgendwo drin, das Kaugummi? Das Kaugummi ist nicht hier drin. Ja gut, aber ich meine, ich hätte gerade seine Stimme gehört. Ach nee, hier vorne ist er schon. Wie hat er denn so viele Meter gut gemacht, dass ich mir was gesagt habe? Naja. Prinzipiell ist natürlich auch die Haradverstärkung mittlerweile ready, was sehr, sehr stark und gut ist. Aber er hat dafür keine CP aktuell frei. Und gerade Haradreiter ist etwas, was sehr interessant für Mordor ist. Weil Mordor ansonsten nicht wirklich an Reiter kommt. Und Reiter gegen die Waldläufer werden super. Ja, und man sieht mittlerweile vor der Lendil, dass hier die Wächter der Feste hier sind. Und die sind mehr oder weniger dafür da. Ne? Klar, einmal gegen Trolle und sowas sind sie super stark. Und einfach um diesen Klump an Mordor-Orks einfach zu tanken. Ja, prinzipiell mit ihrer Formation kriegen sie ja super viele Boni. 66% Rüstung, das ist ja ziemlich krass. Die Kankra natürlich, da muss man auch aufpassen, wird hier hinten reinbeschworen. Und ja, die Reiter versuchen hier nochmal die Katapulte ein bisschen rauszuholen, aber Fubuki passt sehr schön auf. Ramsen sind hier mittlerweile auch am Start, also Fubuki hier im Full Siege Mode. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, ob Fubuki denn belagern kann. Oder ob er auch einen Belagerungsguide braucht, ne? Das wollen wir dann mal sehen. Ja, gut. Wie gesagt, auf Morgai muss eigentlich Mordor gewinnen. Es ist ja auch so ein bisschen die Home-Map, ne? Ist ja jetzt auch nicht hier, weiß ich nicht, Kai Andros oder so, ne? Oder Pelagie oder so, ne? Wäre ja auch traurig, wenn Mordor es hier nicht bekommt. Ja, und Fugi hier am die Klumpen tatsächlich. Maybe hat er Angst vor irgendwas, warum er sie gerade so gesplittet hat.
gleich wieder vor Adlern und ja, ich wollte gerade auf den Hesien raus. Wir sind kurz vor einer ADT und Fubuki ist sich dem hoffentlich bewusst. Eine ADT kann natürlich jetzt nochmal das Game tatsächlich einmal drehen, wenn die gesamte Armee hier einmal ja, gesucht werden sollte. Und mittlerweile die Reiter auch mit Klingen ausgerüstet, auch mit Rüstung, nee, Rüstung noch nicht. Klingen natürlich sehr stark zum Harrison. Oh, holen jetzt hier nochmal ein paar Bogenschützen ab. Und da muss ja Lenny jetzt drauf setzen, so ein bisschen. Hey, komm doch rein. Ich habe eine ADT für dich. Mein Tor steht auf, ne? Offen so, ne? Ich lade dich ein. Komm vorbei. Es wäre natürlich sehr stark, das mit dem Sperrfeuer noch zu kombinieren, die ADT. Gerade wenn die ein bisschen geklumpt sind, dann werden sie umgeworfen. Und dann kann die ADT nämlich da reinprügeln. Und die, oh, die Bogenschützen jetzt sehr offen vom Fubuki. Ui, ja, da werden ein paar abgeholt, aber der Klump ist halt einfach sehr dick. Und Elendi kann das da reinbeschwören. Das ist ja illegal. Eieieiei. Also normalerweise kann man eine ADT nicht direkt in Armeen reinbeschwören, sondern so am Rand prinzipiell nur. Und ja, wir gucken mal auf Fubukis TP. Der war ja gerade fast auf, voll auf 1500. Und die Armee ist, ja, die ist futsch. Prinzipiell Sauron wird jetzt hier auch noch abgeholt von der ADT. Oh, das bringt nicht so viel gegen die ADT. Ja, es macht halt keinen Schaden von Sauron, dass man so macht. Genau, einfach wegspringen. Das ist die beste Option, die er hat. Und jetzt einfach weiter marschieren. bis sie ausläuft, ne? Sauron überleben wäre wichtig, weil Fubuki müsste nämlich kurz vor KV sein. Müsst ihr sterben. Ja, okay, 5 Punkte. Ne? Sauron hat überlebt, wunderbar. Sauron hat sich gegen die Geisterarmee übersetzt. Ja, und jetzt muss Fubuki aufpassen, dass er hier nicht zu viel von der Map verliert. Aber Fubuki scheint hier sehr aktiv zu sein, baut hier direkt alles nach. Mordertruppen strömen hier übers Feld von ihm tatsächlich. Und die nächsten Belagerungswaffen werden auch gebaut. Hier auch 2 Ork-Kasernen. Also der. Warum auch Ruf die Horde benutzen, wenn man einfach mehrere Ork-Kasernen einfach bauen kann, ne? Warum auch nicht? Und ja, jetzt, Elendil steht jetzt vor einer Ding, von einem Vorposten. Aber Fubuki, wohin willst du mit diesem Ram? Wohin willst du damit? Da wurde wohl eventuell ein Kuhbefehl benutzt oder sonst was. Aber trotzdem, der Nazgul war sehr schön, der Schrei von ihm. Hat die Armee auseinandergetrieben. Und wie gesagt, so ein Nazgul-Schrei kann sehr stark sein. Und dadurch, tatsächlich kann er den Vorposten hier super halten. Ich glaube, er hätte ihn auch halten können, ohne zu schreien, weil seine Armee sehr groß ist. Mittlerweile, oh, er hat tatsächlich die Upgrades für Haradrim, was sehr cool ist. Die direkt, ja, ich meine, sie haben Waldläuferbataillon mitgenommen, chargen aber direkt hier in die Turmwachen rein. Und die werden jetzt hier ein Problem haben, hier wegzukommen, weil die Turmwachen, die halt schon sehr stark slowen und ja. Ja, hat aber funktioniert halbwegs. Aber jetzt sehen wir auch mal den Olifanten. Wo bleibt die Kriegsbemalung? Die wird nicht ausgerüstet. Schade. Weil die sieht in der Regel ganz cool aus. So, weiter geht's mit der Belagerung von Fubuki. Ja, jetzt sieht es natürlich für Elendil sehr dunkel aus, muss man tatsächlich sagen. Also kein Gandalf auf dem Feld oder so. Oder ein Aragorn, der Stufe 10 wäre. Wäre auch noch ganz nett, wenn er seine eigene ADT spüren könnte. Das Katapult hat gerade einen Haradrim von da oben runter geschossen. Das ist ja witzig. Warum auch nicht, ne? Ja. 800 CP von Elendil gegen wahrscheinlich wieder 1500 von Fubuki. Und wie gesagt, man hat jetzt hier einen Olifanten. Man hat keine... Oh, der Olifant, der ist auf einer Mission. Der ist aber auf einer richtigen Mission. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, keine Feuerpfeile für die Waldläufer. Ansonsten würden sie den Olifanten schneller zu Fall bringen. Auf der anderen Seite will man oben nicht unbedingt Feuerpfeile auf Waldläufern haben gegen die Orks und so. Das ist ein bisschen Overkill in der Regel. Aber natürlich gegen den Olifanten wäre es sehr cool gewesen, weil dann wäre das jetzt bisher, glaube ich, nicht passiert. Weil die hätte ihn nämlich vorher down bekommen gehabt. Und der Olifant tatsächlich sehr, sehr nützlich, sehr, sehr gut eingesetzt von Fubuki hier. Ich habe am Anfang zweifeln, ne, ob der einfach von sich suicidet. Aber hat hier die Waldläufer sehr, sehr gut mitbekommen. Jetzt 10 Spellpunkte für Fubuki. Dementsprechend kann Sauron seine wahre Macht offenbaren. Und sogar Vorher werden. Und in die Festung einmarschieren.
Und da kommt es auch. Ja, die Adler, die können natürlich nicht mehr so viel machen und das Game ist jetzt eigentlich durch, muss man tatsächlich sagen. Ja. WP einfach Boogie, ne? Kann man nicht anders sagen. Hat die Map schön runtergespielt. So wie man sie mit Mordor gerne spielen will. Schön klumpig. Auf einer Seite sehr hart fokussiert. Und ja, es war dann für Elendil halt einfach ein bisschen sehr schwierig. Vor allem mit dem Klump so ein bisschen mitzukommen, hatte ich das Gefühl. So. Also, haben ihn einfach die Massen an Truppen stellenweise gefehlt, das gut zu machen. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu viel, vielleicht war ein drittes Reiterbataillon vielleicht auch ein bisschen too much. Und er hätte vielleicht die Stellung früh abreißen sollen, um zwei Kasernen zu bauen. Maybe. Wäre eine Überlegung wert vielleicht gewesen. Ich meine, jetzt hat er zwei Kasernen, aber jetzt steht Mordor schon hier in der Base, ne? Er steht schon in der Base. Aber Elendil gibt nicht auf. Er beschwört hier nochmal alles an Kram, was er hat hier, die graue Schar. Und, aber ich glaube trotzdem, das wird schlecht was werden. Vor allem, es kommen ja hier noch weitere Orks und vielleicht auch weitere Belagerungswaffen hier nach. Die Zitadelle wird auf jeden Fall fallen und wir haben natürlich auch einen Gorfauer hier, der, ich weiß nicht, der noch nicht Stufe 10 ist. Aber tatsächlich zieht sich Fubuki hier nochmal ein bisschen zurück. Und ja, das sieht dann, ja, aber allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Oder Fubuki ist immer noch drin am Kämpfen. Ach, der zieht sich kurz zurück, weil er sein Gorfauer nach hinten gezogen hat. Gorfauer ist aber ziemlich, oh, der kriegt sehr viel Schaden von den Reitern mit den Klingen. Der ist schneller geschoben, als ich dachte. Das war krass. Ja, Gondor Reiter Stufe 5, muss man auch sagen. Ne? Also, und ja, also beide Stufe 5, das ist natürlich sehr, sehr stark. Tatsächlich. Und Faramir beweist hier tatsächlich seinen Mut und seinen Wert vor allem. Hat mit den Reitern einiges immer machen können. Weiter. Und Gondor hält Stand bisher. Irgendwie. Also, das ist beeindruckend. Ja gut, Faramir hat seinen Wert bewiesen und ist jetzt in die Schatten gefallen. Tut mir leid, Faramir. Ja, und Fubuki muss tatsächlich nochmal einen zweiten Anlauf wagen. Also, boah. Und was ich hier oben noch gar nicht gesehen habe, hier oben wurde ein Vorposten gebaut, wo noch mehr Reiter gebaut werden. Was anderes kann er da oben auch nicht bauen. Und ich weiß nicht, Elendil hat 2000 Ressourcen. Er hat 4 Spellpunkte. Ist, also, sag ich mal, auf einen Rührm-Charge ist er noch ein bisschen weit entfernt. Aber, also, boah. Also, wenn er jetzt hier den Comeback damit schaffen sollte, das wäre schon krass. Und wir sehen das Nazgul-Bataillon. In Sauron Stufe 10, weshalb sie einen schwarzen Anlauf machen können. Der auch recht stark ist. Also, dieses Vergiften, ne, das ist so. Man sieht es so selten, dieses Nazgul-Bataillon, weil es alleine halt. Entweder ist es gut, wenn es super early rauskommt. Und als im Late-Game so ist es nur noch eine 10er-Fähigkeit. Und ansonsten sterben sie immer wie die Fliegen. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen auf die. Ja, auf jeden Fall, Fubuki macht jetzt hier den nächsten Chart. ADT ist noch nicht wieder ready. Natürlich hier mittlerweile sehr viele. Gute. Na. Turmwachen unterwegs, beziehungsweise heißen jetzt Wächter der Feste. Und Elendil baut hier tatsächlich alles wieder auf. Ne? Er baut seine ganze Base hier wieder auf. Aber die können hier trotzdem rein. Ne? Solange die Mauer noch nicht wieder steht, können sie trotzdem rein. Und ich wüsste jetzt gerade keinen Spell, der denen hier gerade so helfen könnte. Also, Vor allem auch die Ramme ist auch mittlerweile wieder drin und deswegen fallen die Kasernen jetzt sehr schnell. Er wäre vielleicht eine Idee gewesen, die Kasernen hinten zu bauen oder sowas, aber ja, also, ich kann mir, also wenn das jetzt hier noch irgendwie ein Comeback schaffen sollte, von Rohan antwortet, ist er noch weit weg und das muss sowieso aufladen. Und jetzt haben wir auch Feuerfall-Bogenschützen von Fubuki, die auch nochmal gut reinknallen. Die Reiter, die werden jetzt hier ihr letztes Gefecht machen, die guten Stufe 5 Reiter, was natürlich sehr, sehr schade. Oh, der ist der eine, nein! Nein, die sterben. Schade. Ja, die haben, also Props geht raus an diese Reiter. Die haben Arbeit geliefert bis Stufe 5. Und jetzt ist tatsächlich wieder die Zitadelle gefallen.
Mittlerweile wieder 8 Spellpunkte. Ich komme gerade nicht drauf, was für ein Spell sich Elendil gerade noch kaufen könnte. Ich weiß, Leuchtfeuer-Spell, aber ja, wie gesagt, das war's. war noch mal ein letztes Zucken gewesen und ja, schön stabil runtergespielt von Vibuki. Hat auf jeden Fall mal die Präsenz und die Stärke von Mordor mal gezeigt, die so auf einer Map wie Morgoth haben kann. Ne? Also da hops ab und schade, dementsprechend konnte ich immer noch nicht sehen, wie jetzt Gondor gegen Mordor gewinnt. Aber hey, vielleicht ein andermal, vielleicht gucken wir es dann. Aber so die Grundtaktik, ne, ist klar, du brauchst Reiter, du willst auch Waldläufer haben gegen die Trolle vor allem. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, war ja spannend. Und dann bis zum nächsten Mal. See ya!